Erst letztes Jahr ist Blue Skies von T.C. Boyle erschienen. Thalia-Intendant Joachim Lux war sofort eingenommen von dem Stoff und wollte ihn in sein Theater holen. Natürlich lesen alle Theaterleute nicht nur die neuen Stücke, sondern auch die neuen Romane, die erscheinen, auf Verwertbarkeit hin. In dem Fall hat er mich ganz begeistert angerufen und mich gefragt, ob ich das Buch schon kenne. Und wir könnten die Ersten sein, die das machen in Deutschland. Und ich habe das dann verschlungen und sofort gespürt, dass das fürs Theater wirklich toll sein kann. Mal ganz zu schweigen von meinen frittierten Grillen aus eigenem Bestand. Mari, Frank, Cooper und Thielje. 400 Seiten hat Regisseur Jan Bosse auf knapp 3 Stunden Theater destilliert. In einer nicht allzu fernen Zukunft. Die USA werden von Klimawandel, Umweltzerstörung und Artensterben heimgesucht. Mittendrin eine Familie mit ihren ganz alltäglichen Problemen, Träumen und Sorgen. Dieser T.C. Boyle mit seinem schwarzen Humor und seinem satirischen, vielleicht auch manchmal zynischen, aber irgendwie in dem Fall im guten Sinne, zynischen Witz, der einfach bitterböse beschreibt, wie eine amerikanische Gesellschaft, die aber auch unsere ist, versucht, mit diesem neuen Normal umzugehen, was das alte Normal ersetzt, wie er so schön sagt, und das nicht hinkriegt. Das ist der Planet, den wir geschaffen haben. Und jetzt leben wir eben drin. Wie im Roman sieht man den Figuren dabei zu, wie sie sich immer weiter verrennen, verlieren und trotzdem nicht aufgeben wollen. Die Hamburger Inszenierung findet mal skurrile, mal absurde, mal ganz poetische Bilder dafür. Es geht als böse Komödie los und wird dann tatsächlich tragisch, aber es gibt am Schluss einen Funken Hoffnung, sonst fände ich es auch total langweilig. Man hat ja irgendwie überhaupt keine Lust mehr auf diese Dystopien. Und das ist schon eine Dystopie, der Roman, aber er spielt eher damit. Und ich finde es alles wie so eine große Aufforderung, alles, also wenn man es liest, aber hoffentlich auch auf Theater, für das trotzdem. Ein zynisches Weltuntergangsszenario, aber ohne Moralkeule. Blue Skies, ein spannender Saisonauftakt im Thalia-Theater.